Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive mit dem Crazy. Dankeschön. Hallo. Geh leiser! Ah. Mhm. Dankeschön. Ja, ja, danke ich mir. Leid. Okay, ich baue das mal weiter unten ab. Ich habe halt so ziemlich jede Spitzhacke von hier aufgebraucht. Ja, okay, hier die Effizienz 3 ist ja kein Thema, wenn die weg ist. Boah. Auf jeden Fall, ich war ja immer noch bei der wundervollen Geschichte dran mit dem Kumpel, der sich da so ein bisschen vollgesoffen hat und die Ohrfeige bekommen hat. Das Krasse war einfach nur, in dem Moment, wo der die Ohrfeige bekommen hat, reiert der dem erstmal voll auf die Uniform. Nice. Hey, jetzt im Ernst. Auf jeden Fall. Mhm. Ach ja. Die geilste Silvesternacht, die wir aber hatten, war letztes Jahr Silvester. Wir haben bei einer polnischen, beim Kumpel übernachtet, beim Polen. Ach Gott, hast du mir schon erzählt, ja. Ja, ey, das war einfach so krass, das Zeug, was der Vater rausgehauen hat. Polen halt. Ja, ne? Polen. Hm? Ist schlimm, gibt ja Birkenpollen, Gräserpollen, ne? Aber nie bedenken, was da noch alles auf uns zukommt. Alter, wie scheiße düster das bei mir wird. Mir wird's immer heller. Ja. Also nur ungelogen, die Hälfte meines Zimmers ist gerade dunkel. Und ich sitz am Fenster. An der Sonnenseite. Eis. Alter, ist das ein schlechter Witz? Nein, das ist ein guter Witz eigentlich. Schalke hat gewonnen. Das ist ein schlechter Witz. Das ist. Aber auf einmal ist es ein schlechter Witz, ne? Aber jetzt merke ich mal, Schalke kann noch nicht mal Fußball gewinnen und dann gewinnt es im ESL. Boah. Ja, okay, die Spitzhacke kann schon. Kann eigentlich gelöscht. Ja, okay, die Effizienz. Oder weißt du, was ich mache? Ganz gegen. Ja, ich kombiniere die am Ende nochmal kurz. Easy. Alter, ich habe noch 278 Blöcke vor. Ja. Nein, Bildschirm fick dich, du gehst nicht aus. Ich geh aus. Nö, ja, hab schon deaktiviert. Kommt. Ach Mann, mich verkleidet immer noch voll an meinem. Der Surfer gerade auch ein bisschen. Ja, extrem. Weißt du, was mich momentan nur noch richtig abfuckt? Die Geschichte mit meinem Laptop. Achso. Ja, ich habe heute ein wundervolles Opfer zu beklagen. Meine wundervolle SSD in meinem Laptop hat heute den Geist aufgegeben. War ein guter Freund, hat mir sehr viele voll tolle Stunden auf Teneriffa bewiesen. Ja. Scheiße, da waren noch meine Filme drauf. Verdammt. Oh, jetzt muss ich den mal komplett neu aussaugen. Was hältst du eigentlich von den Marvel-Filmen? Von welchen? Alle, so Iron Man, Thor, Avengers. Battle of Blu-ray hab sie mir mindestens 50 Mal geschaut. Sind aber echt einfach nur scheiße geil. Ich bin ein absoluter Marvel-Fan. Ich habe jetzt letztens mal erst den allerersten Torteil erstmal gesehen. Und direkt danach erstmal mal Teil 2 angeschaut und dann irgendwie nochmal Avengers. Und dann war es 5 Uhr morgens. Also bei mir ist es schon Pflicht, mit meinen Kumpels vor jedem Marvel-Film nochmal jeden einzelnen Film in chronologischer Reihenfolge durchzuschauen und am nächsten Tag mit übermüdeten Augen ins Kino zu gehen, einen Film zu schauen. Alter. Das ist eigentlich bis jetzt Standard bei uns. Alter. Okay, ich gehe jetzt erstmal scheinbar die Crab-Spitzhacke kombinieren. Boah.
keinen Amboss? Nö. So, das ganze Eisen liegt draußen. Ja, ich merk's. Ich will kurz 2-3 Eisenblöcke klauen. Flop, flop, flop. Alter, wie es ist krass, wie Eisen schon so weit vorne ist und Gold. Ganz ehrlich, ich würde mich sogar schon bald zufrieden geben, wirklich nur mit Gold und Eisen bieten. Bei Eisen werden wir am Ende eh genug haben. Ja, ja. Ich meine, Gold ist schon eine gute Nummer, was wir fahren müssen. Das werden wir auch schnell fertig bekommen. Ach, hier willst du so eine Nether Portal Farm machen oder was? Nein. Was denn dann? Eine Nether Portal Farm. Hä? Eine Nether Farm. Hab ich das gerade noch vor 2 Sekunden gesagt? Ja. Bist du getadet? Nein. Okay, ich will nicht wissen, was mit dir schon wieder los ist. Bin nicht high. Okay. Aber ich wünschte, ich wäre es. Könnt ihr mal erzählen, wie mein Urlaub war? Oh mein Gott. Jetzt kommt's. Hau raus. So wenig Schlaf hatte ich schon lange nicht mehr. Und so dicht war ich auch schon lange nicht mehr. Alter. Also ich glaube, so dicht war ich noch nicht mal ansatzweise jede Silvesternacht. Ich bin sogar momentan am überlegen, ob ich momentan, sag mal schnell, einen Nebenjob anfangen soll, damit ich ein bisschen Gold, ich habe ein bisschen viel Geld, was momentan gespielt, damit ich ein bisschen Geld momentan habe. Müsste ich aber dann... Bei uns gibt es wirklich nur noch 2 Betriebe, kannst du sagen, wo du als Nebenjob arbeiten kannst. Das eine ist, beim Thomas Philips Sonderposten, Regal einräumen. Ist ja noch ganz okay, ne? Das andere, Burger King. Burger King kann ich dir gerne von abraten. Ja. Ich kenne genug Personen, die bei Burger King arbeiten. Das ist echt nicht so prickelnd, ne? Du bist gut bezahlt. Aber die Menschen sind Arschlöcher. Cleanstone. Oder willst du noch nachts gezwungen werden zu arbeiten? Nee, nee. Du hast ja noch eine Silk Touch, ne? Die ist aber auch schon down. Müsste man, wenn er schon reparieren. Ja, okay, ich repariere einfach gleich meine. Boah. Wie lange kannst du heute noch? Ja, lange, glaube ich. Also kannst du gleich schon. Folge auf jeden Fall noch. Hä? Folge auf jeden Fall noch. Okay. Hast du eigentlich schon meine Schaufel? Ja, dann Schaufel habe ich noch. Brauchst du die etwa gerade? Nee, ich frage aus Spaß, ich wollte nur wissen, wie es da geht, ob die noch schön bemalt ist. Die ist blau und leuchtet lila. Ja, alles klar, danke. Mein Ding. Kannst du jetzt auch gerne vorbeibringen, ne? Ist aber so ein weiter Weg. Wo bist du jetzt schon wieder? Nicht unten beim XP farmen. Alter, du faules Stück Scheiße. Ich glaube, da muss ich doch mal bei dir vorbeikommen. Dafür habe ich was Schönes, Knallendes vorbereitet. Ach so, das. Können wir das jetzt schon anfangen, oder? Gleich fertig mit dem Baum. Hä? Bin gleich fertig mit dem Baum. Okay, ich bin gleich auch bei dir unten.
Das ist auch nur minimal kompliziert. Hä? Wärst du auf mein XP klauen? Quatsch, als würde ich so etwas machen. Hi. Hey. Kannst du da hinten mal bitte den Schalter betätigen? Wo? Hinter. Hier der? Ja. Perfekt. Ein Blick. Video weiter schauen. Und hier sehen Sie den Redstone-Experten bei der Arbeit. Beachten Sie, wie er elegant einen Schritt nach hinten macht und dabei auf die Fresse fliegt und mutig wieder einen Schritt vorwärts macht und auch hochspringt. Geduldig schaut er das Video, da er sichtlich merken kann, was vor 2 Sekunden passiert ist und er sich dabei genau merken muss, wie es geschehen ist. Okay, kannst du es wieder ausmachen? Noch nicht. Jetzt. Wird in Deckung gehen. Gut, lebt noch alles. Schau dir mal den Pisten an. Ja, das ist ja gerade der Trick dabei. Okay, Video weiter schon. Weiter. Ich bin mal kurz ein paar Level farmen, ne? Ja, ja. Wenn dir. Wir können bald auch schon wieder eine neue Tour machen Richtung Dorf, ne? Mhm. War hier oben eigentlich noch irgendwas an Ressourcen, was man mitnehmen kann? Bisher lass mal alles da. Brauchen noch ein bisschen, bis du alles mitnehmen kannst. Auch die 4 Eisenblöcke noch? Oi. Wir sind jetzt bei knapp 13 Minuten, ne? Okay. Hab's gleich. Jo. Also du kannst dann musst du nach der Folge schon aufhören, ne? Vermutlich. Gut, dann kann ich ja gleich mal das neue Projekt aufnehmen. Ich sage immer noch nicht, welches das ist, weil ich immer noch so ein bisschen den Pony erstmal auslaufen lassen möchte, bevor ich jetzt noch ein drittes Projekt anfange. Okay. Ah. Ah. Hebel ausmachen. Ist aus. Hebel an. Fuck, ich hab die Cobblestone Walls vergessen. Einmal mit Profis. So eine Dia-Hacke? Ja. Kannst du bringen den und den gerne bauen. Gut. Und den Schalter wieder aufmachen. Komme ich gleich wieder. Also bisher hast du schon wundervolle Cobblestone kaputt gemacht. Das kann ich gut. Hm? Das kann ich sehr gut, glaub mir. Also du baust das ja gerade wieder hier auf, ne? Dauert ja. Das einen Moment? Kurz einen Augenblick. Ich muss halt neue Pisten. Was ist? Jetzt wieder am XP farmen. Weil dann gehe ich mal ganz kurz mal mein Inventar ausleeren. Boah, ich freue mich schon richtig auf das neue Projekt. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich da locker über 100 Folgen brauchen werde. Weil das einfach so einen krassen Content hat. Ja, das wird sicher geil. Und
wirst dir das Projekt auf jeden Fall auch anschauen. Kannst du noch Minecarts oben mit drunter bringen? Minecart? Minecart, das ist mehrere. Hier erstmal. Haben wir noch welche vorbereitet oder muss ich neue machen? Die sind irgendwo drin, auf jeden Fall. Schau mal in der Netherkiste. Ich frage jetzt mal nicht, warum wir 4 Minecarts da dran haben, ne? Wird irgendjemand mal da rein? Ich auf jeden Fall nicht. Schieb ich immer schon auf mich, ne? Ich habe es jetzt alles unten bei mir gesammelt. Weißt du, was ich davon gerade machen werde? Ich mache jetzt gleich die Minecarts zu. Ganz kurz dann hier mal schnell das Schokoboot entlassen. Warum? Ich weiß nicht, was mit meinem Stuhlgang in letzter Zeit los ist. Kennst du dieses Gefühl, wenn einfach so, ich hab nichts, sondern einfach... Dominik, nein, lass es! Aber es ist einfach so ein wundervolles Gefühl, wenn... Wenn ich dran teilhabe? Ich könnte ja meine Mikro mitnehmen, ne? Allgemein, warum erzählst du es in der Aufnahme? Weiß ich nicht. Ich stell mich jetzt hier hin und ich bin pissen. Leck mich, Mann, ich will meine eigene... Solche Idioten muss ich aufnehmen. Wunderschöne Wassermelonen. Das habe ich gehört. Das ist echt unglaublich. Okay, dann sollte es einigermaßen gut laufen. Hoffe ich mal. Nie, oder? Also ich bin schon wieder da, ich weiß nicht. Wieder. Wunderschöne Wassermelonen. Leck mich, Mann, ich will. Also ich bin mal gespannt, wie lange ihr noch braucht, bis ihr merkt, dass ich wieder da bin. Ich bin mal echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Nebenbei hört man noch einen wundervollen Sound aus dem Soundpack. Jetzt kommt schon richtig mal was. Wunderschöne Wassermelonen. Leck mich mal. Oh, ich glaube, er wartet auf mich. Ja, ich bin wieder da. Deine Tastatur gehört. Scheiße. Okay, also, kannst du mir mal etwas abbauen? Ja. Diese Obsidian-Reihe? Die Reihe? Ja. Hey. Okay. Hast du keine Dierspitzhacke hier? Nicht hier mehr. Oben auch? Ja. Ja. Den hier auch. Den da drunter auch. Den hier. Ja. Perfekt. Und das eine wird's dann. Ich habe ja ganz geduldig gewartet, bis du fertig bist, ne? Alter. Sieht nächste so Runde. Komisch aus, ne? Mhm.
Schau noch rein, ob sie die Hand von dir, ne? Ah ja. Hier. Ich war eh kurz schauen, wie ich das hinbekomme. Dann check ich mal gerade, wenn das wenn du noch hier am Arbeiten bist, kurz meine Mails, ne? Nimmst du überhaupt noch auf? Ich nehme noch auf. Warum jetzt selber bei 20 Minuten. Aufnahme? Weil ich ja eh nichts damit zu tun habe. Ich warte hier auf dich. Okay, ich bin gleich fertig. Hör. Neue E-Mail von Nitrado. Dein Game-Server gibt eine kurze Offline. Danke, ihr Arschlöcher. Okay, ist es soweit, oder? Ein Augenblick. Also hier seht ihr ein ganz einfaches Setup, um einen Bedrock zu zerstören. Früher ging es leichter, um einiges. Aber anscheinend habe ich es echt gleich. Wäre. Okay. Gleich ist der Bedrock weg. Weißt du, was echt mal krass ist, die Blamage wäre? Wenn Schalke dieses Jahr der LoL-Weltmeister wird. Also, nur zur kurzen Demonstration. Hier drunter ist ein Bedrock. Ja. Bitte aktivieren Sie den Hebel. Den? Ja. Okay. Bitte achten Sie genau, wie viele Pisten Sie sehen. Jetzt machen Sie wieder den Hebel. Lol. Beachten Sie. Krass. Der wird dann einfach gelöscht, oder was? Ja. Und jetzt werden Sie gleich erkennen. Hier ist ja jetzt in der ganzen Reihe kein Bedrock mehr, oder was? Es reicht für einen Wasserfluss. Ja. Krass. Jetzt habe ich hier nur noch. Also. Die Ecke. Aber Spinnen kannst du ja mit dem Wasserfluss nach oben transportieren, oder? Ja, also die werden da runtergedrückt. Hier kommt ein Slap hin. Dann werden die automatisch nach unten gedrückt. Mhm. Dann werden sie hier in den Fans Aufzug gedrückt, nach oben. Und dann hier. Oben. In das Eisengitter da drin. Wasser, ne? Mit Wasser genau übers Gitter gespült, damit sie nicht mehr zurückkommen. Und dann kannst du sie einfach von unten schlagen. Ja, krass. Okay, jetzt muss ich nur noch das so oft machen. Dann habe ich es endlich. Okay. Aber jetzt ist die Folge zu Ende, oder? Ja. Wir sind schon knapp 4 Minuten über. Also hier ist noch das Zeug, was ich aufgesammelt habe. Und das noch. Und nur leider geht dabei immer ein Pisten verloren. Ja gut. Ein Pisten ist nachcraftbar. Ja. Aber das Spawner ist wenigstens heil. Gut, auf jeden Fall. Wir würden dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.